Moin moin und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal im American Truck Simulator. Ich bin's der Ernie. Wir haben beim letzten Mal ja schon aufgesattelt, so wie wir das hier sehen. Wir werden davon noch mal ein schönes Foto machen und dann würde ich sagen, ab in den Truck, ne? Würde ich sagen. Lass uns loslegen. Denn wir haben noch einen weiten, weiten Weg vor uns. Warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Hatte ich jetzt hier eigentlich schon... ja, jetzt habe ich das Licht an. Gut. Dann würde ich sagen, ab dafür. Wir haben alles aufgeladen. Und weg damit. So, erstmal, ihr kennt es ja bei mir, wie immer, raus aus der Hütte. Ganz gemütlich. Ups. Und dann machen wir wieder alles Weitere. So. Wir hatten den Auftrag ja schon alles angenommen, alles bestätigt. Das heißt, freie Fahrt mit Marzipan. Links abbiegen. Ach ja, herrlich, ne Leute, so ist das. So. Biege nach links ab. Wir biegen nach links ab und dann können wir auch gleich ein bisschen schnacken in der Hoffnung. Ach, da kommt einer. Heute mal ohne Blitzerei. Und rote Ampeln und was weiß ich. Aber ich glaube, ich habe gerade schon wieder einen Fehler gemacht. Weil, wie wir ja gemerkt haben, immer wenn ich von gesprochen habe, ist es auch eingetreten. Gut. Versuchen wir das Ganze jetzt mal etwas locker zu betrachten. Wir dürfen 55. So, 55 dürfen wir. Da locken wir uns auch mal ein. So, als allererstes natürlich erstmal, ich hoffe, es geht euch gut. Aufnahmetag ist heute... der ja, Sonntag. Ich bin heute ein bisschen spät dran. Wir haben es mittlerweile schon 16 Uhr. Was haben wir? 28. Der ganze Tag war heute ein bisschen durcheinander. Das heißt, ihr werdet die Folge dann, sprich morgen am Montag sehen. Ja, warum so spät? Ja, es ist alles ein bisschen durcheinander. Meine Frau, die war ja gestern noch auf Harfenfest. Ne? Also nicht in die Harfe gegriffen, sondern auch im Harfenfest mit zwei Freundinnen und dann hatte ich von der einen vorne noch den anderen Kumpel hier an der Backen. Ja, ich weiß nicht, ob der nicht so ganz immer alleine sein kann. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, mir ging es gestern Abend dann auch nicht so pralle. Das heißt, wir beide haben dann auf dem Sofa gelegen, wir beiden Männers. Und haben dann auf Disney Plus The Mandalorian gestreamt. Ganz toll. Ich meine, ich bin Star Trek-Fan davon, mal ganz abgesehen. Ich kannte jetzt den Mandalorian jetzt wirklich noch nicht. Das sind ja... weiß nicht, drei Staffeln oder so, ne? Aus Verzweiflung dann natürlich gestern angefangen. Irgendwie musste ich ja die Zeit mit ihm dann auch demnächst links abbiegen runterkriegen, obwohl ich ganz ehrlich gesagt, ich hätte mich hinlegen können und hätte pennen können, ne? Aber gut, das dazu. Biege nach links ab. Ja, vorher waren wir ja noch auf dem Geburtstag von unserer Enkeltochter von der Lütten. Da gab es dann Kaffeekuchen und dann zum Schluss noch Gegrilltes. Naja, war auch in Ordnung. War okay. Hat geschmeckt alles. Schwiegersohn hat dann natürlich auch noch gegrillt. Das war in Ordnung. Ich musste mal nicht selber am Grill stehen. Alles gut. War alles gut. Alles bestens. So, dann haben wir das auch. Entschuldigt bitte mal. Ein bisschen Sabbelwasser. Ich muss nochmal hier einen trinken. Ihr wundert euch jetzt keinen Kaffee? Nein, meine Kaffeezeit ist ja, wie gesagt, um diese Uhrzeit schon vorbei. Ne? Das ist dann ja nun mal so. So, dann wollen wir mal schauen. Wir werden jetzt erstmal hier versuchen zu überholen. Das geht mir etwas zu langsam. Das sieht ganz gut aus. Und dann werden wir mal hier dran vorbeischießen. Yeah, was haben wir da? Eine Baumaschine, jawohl. Nicht eine Bohrmaschine, eine Baumaschine. Unsere Heuballen hier, Strohballen, whatever. Ja, das ist hier wohl etwas öfters vertrieben. So. So, wir locken uns wieder ein. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Nein, und ansonsten, ja, Facecam, also Webcam seht ihr gerade, mein Lenkrad jetzt nicht mehr. Ich habe die nochmal ein bisschen umgestellt. Ich hoffe, das Bild ist für euch jetzt auch so in Ordnung. Ja. Das ist okay. Hoffe ich zumindest. Dass es auch einigermaßen flüssig rüberkommt. Also diese Heuballen hier, Wahnsinn, schon wieder. Na, mal sehen, wie lange die uns verfolgen. Ja, wo geht's denn jetzt eigentlich nochmal hin? Wir wollen ja nochmal unsere
Erinnerungen auffrischen. Wir haben Salzsäure hinten drin. 10 Tonnen. Es geht nach The Dallas Rail Export. Und schon wieder fliegen sie hier lang. Wir werden erwartet morgen zwischen 17:25 und Freitag 0:05. Das heißt, wir haben da locker flockig Zeit. Wir haben jetzt noch eine Entfernung von 825 Meilen. Ja. Schaden haben wir keinen. Wir sind jetzt noch in Bakersfield. Ne? Bakersfield, genau. Und werden dann von da aus nach The Dallas weiterfahren. So. Haben wir das auch geklärt. Ja, ich bin froh, wenn dann morgen meine Lieferung von der Apotheke mal kommt. Ne? Sprich mein Antibumspray und mein Sodbrennmittel, mein neuester. Es ist Sodbrenn, also ganz ehrlich, also wer Sodbrenn kennt und es ist so widerlich. Das brennt so im Hals und hast immer das Gefühl, du verätzt dir die komplette Speiseröhre da, ne? Und Luftröhre, alles auf einmal, ne? Also wirklich alles auf einmal. So, 40. Ja, Bakersfield, wer hätte es gedacht? Wir kennen es ja noch aus der letzten Folge, da haben wir uns ja auch umgetrieben und uns noch so ein bisschen Strafgeld eingefuchst. Aber gut. Wollen wir jetzt mal ganz vorsichtig sein und hoffen, dass wir uns da nichts einfangen. So, wir können ja nochmal in die Außenperspektive gehen. Hier sehen wir es nochmal von Camps. Ne? Unseren schönen Auflieger hier, Salzsäure drin. Was für auch immer für eine Produktion da gebraucht wird. Hier hinten auch nochmal schön zu sehen. Das wollte ich mir sowieso nochmal angucken. Das Gefahrgutzeichen. Also das muss ich sagen, sehr schön. Sehr, sehr schön. Oh, es geht weiter. Na dann mal, Attacke heute Hü. Ja, ich hatte auch einige Kommentare wieder gehabt. Ja, geradeaus. In Bezug auch mal auf so ein bisschen Mucke. Ich kann es leider nicht ändern, Leute. Also sobald ich hier das Radio in diesem Spiel anmache, ist das ja, wird YouTube mir das sofort sperren. Also im schlimmsten Fall, also das ist ja dann der schlimmste Fall, wird es so aussehen, dass die mir dann das Video da überall, wo diese Musik läuft, sperren, sprich rausnehmen. Dann hört ihr da gar nichts mehr. Auch nicht meine Stimme wahrscheinlich. Was wahrscheinlich für den einen oder anderen nicht der schlimmste sein würde. Aber das ist ja auch nicht im Sinne des Erfinders. Wie gesagt, ich bin noch ein kleiner Kanal. Das kann sich vielleicht später nochmal alles ändern, dass ich sage, okay, jetzt lübt das. Ich werde dann mal investieren oder so und mir dann mal so eine Lizenz holen. Mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Wir werden es sehen. Mal schauen. Aber bis dato, tut mir leid. Und es ist ja leider auch in anderen Spielen auch so jetzt hier, wer es schon verfolgt hat von euch, wieder ein bisschen Werbung in eigener Sache, bei Fernbus zum Beispiel, da habe ich auch Radio, da ist mir ja in der ersten Folge ist mir ja, da bin ich ja aus Versehen auf diese laut-leise-Tasten hier an meinem Lenkrad gekommen. Ich muss das unbedingt noch rausnehmen. Da hatte ich ja für ein paar Sekunden Songtext drin gehabt. Und dann habe ich es hochgeladen und war ja schon der Meinung, ach du Scheiße, wenn da jetzt YouTube das... Na gut, sind nur ein paar Sekunden hin und her, man weiß es nicht so genau. Aber nein, haben sie nicht gemacht. Also das ging wohl durch, so wie ich das mitbekommen habe. Und da war ich dann auch sehr froh. Immer geradeaus, sagt er. Na dann fahren wir mal immer geradeaus. Wie gesagt, da habe ich noch mal Glück gehabt, das waren wohl nur ein paar Sekunden, haben sie nur wohl noch mal rüber hinweg gesehen. So ein bisschen. So. Ja, was hatte ich noch gelesen? Bei der einen Folge hatten wir ja so viele Umleitungen da, wo hier unsere Navitante meinte, jetzt hier kehrt und dann rechts rum, links rum. Nochmal erwähnt, dafür kann ich wirklich nichts. Also das war nicht meine Schuld. Ich habe mich da genau an sie gehalten, an die Tante. Was willst du machen? Was willst du machen? Heute haben wir aber auch rote Ampelphasen, ne? Wahnsinn. Dann können wir doch da nochmal rüber gucken. Ah, wunderbar. Es geht weiter. Sehr schön. Ab dafür. Da haben wir ein bisschen Zeit verloren heute. Da diskutieren sie noch ein bisschen rum. Okay. So. Na? Wissen wir nicht, ob wir wollen? Das sind doch Arschlöcher, sind das. Die bremsen einen hier aus. Das ist unglaublich, ey, echt. So kommen wir nie aus... Ey, wir sind ja noch am Anfang. Wir kommen so nie aus Bakersfield raus, wenn das so weitergeht. Um Gottes Willen, da. War dann auch eine Folge, ne? Hat sich in Bakersfield abgespielt. Alles.
Oh, was ist hier los? Volksfest? Flohmarkt? Nein, eine Würstchenbude. Okay. Da steht es auch nochmal für ganz Blinde. Bakersfield, jawohl. So. Immer geradeaus. Ja, wenn ihr mich denn mal lassen würdet, wäre das geil. So, wir dürfen 30. Ich lock das jetzt auch sicherheitshalber schon mal ein. Hier ist 45. Sehr schön. Es geht schon mal höher. Und dann wollen wir auch mal so langsam diesen gastfreundlichen, teuren Ort mal verlassen. Da hinten geht es gleich rechts. Ich hoffe. Rechts abbiegen. Ja, ein Wollmarkt haben wir ja auch. Jawohl. Oh Gott. Schluck auf habe ich schon wieder. Ja, das kommt jetzt aber vom Essen. Der Ernie hat heute für seine liebe Frau heute mal wieder gekocht. Ja, das ist auch so ein ganz kleines Hobby von mir. Selber kochen macht Spaß. Genauso wie grillen. Ne? Was gab es heute? Ja gut, das werde ich euch auch noch sagen. Es gab heute Schnitzel, also vom feinsten Schnitzel. Also die holen wir auch bei so einem speziellen Anbieter. Also das Fleisch holen wir da immer weg aus Lünen. Ihr habt es jetzt nicht gehört. Auf jeden Fall die nächstgrößere aus der Stadt. Und ja, das gab es heute. Richtig schön lecker Schnitzel mit Kaisergemüse, Kartoffeln und einer lecker Soße natürlich dazu. Ne? Man kann ja nicht alles trocken runterwürgen. Das geht nicht. Ne? Dazu gab es einen amerikanischen Landwein. Ja, also eine Cola gab es mal. Amerikanischer Landwein. Ja, was war das? Ja, Kredit wurde wieder abgebucht. Alles klar, sehr schön. Sehr schön. So, 55. Was ist hier immer mit den 55? Hatten wir nicht sonst immer mal auch so 75, dass wir hier mal so ein bisschen vorankommen? Ich weiß, ich werde es wieder, aber ein bisschen auf den Pinsel treten müssten wir mal. Also das geht ja hier nicht so weiter. Ne? Also, da kommt man nur mit Apfelsaft, kommst du hier auch nicht über die Berge. Das geht nicht. Das haut nicht hin. Da müssen wir hier wirklich mal ein bisschen. Immer geradeaus. Ne, Straße trocken, hau rauf den Socken. Ah, ich hoffe, ich werde jetzt nicht geblitzt. Oh. Aber gut. Oh, das war ein LKW. Ich dachte schon, da stand eine Blitzkiste. Einmal dran vorbei, bitte. Jawohl. So. Wir locken uns jetzt hier mal ein. Und hoffen mal das Beste. Das ist doch Wahnsinn. Also jetzt hier überall 55. Ich weiß nicht, ob das so ist. Aber irgendwas werden sie wahrscheinlich schon gedacht haben. Nein, ich verspreche, ich werde mich nicht aufregen, wenn wir gleich geblitzt werden. Definitiv nicht. Machen wir nicht. So, Fresco, da waren wir auch schon. Das haben wir auch schon alles hinter uns. Ach ja. So, nö, ansonsten bisschen durchwachsen heute das Wetter. Meine Frau hängt durch, gestern vom Feiern. Ne? Dann kann der Ernie in Ruhe seine Folgen hier aufnehmen. Aber das war heute, wie gesagt, die einzigste bis jetzt. Also ist noch die einzigste. Wie gesagt, ich musste mich heute noch in vielen, vielen Dingen da nochmal so ein bisschen bilden. Was hier so aufnehmen und sowas angeht. Hoffe, das läuft auch alles soweit. Und ja, wie gesagt, heute ein bisschen spät dran, aber das macht ja nichts. Hab dann auch ein bisschen Kommentare heute gelesen. Boah, muss man ja auch mal machen, ist auch schön, ne? Nein, nein. Sonst, wie gesagt, viel läuft heute nicht mehr. Sonntag, wer weiß es nicht. Also Sonntag ist ja immer, man macht, also eigentlich ist ja der Sonntag immer so eine Art Ruhetag, ne? Gut, es gibt auch viele, die sagen, nein, ich brauche ein bisschen Action, ich muss unterwegs sein, wie auch immer. Das ist für mich, da kann ich am besten entspannen. Jeder auf seine Weise, natürlich. Das wollen wir ja gar nicht außer Acht lassen, natürlich. Ich bin natürlich erstmal jetzt zur Zwangsruhe verdonnert aufgrund meiner Pumpe. Es dauert ja noch so ein bisschen, bis da der Termin kommt beim immer geradeaus Onkel Doktor, beim Spezialisten da, beim Kardiologen. Jetzt haben wir es, Kardiologen. Ach, und dann mal gucken, was dabei rauskommt. Hoffen wir mal das Beste. Nee, also das, wie gesagt, wenn hier nicht diese Videos wären, also das, dann hätte ich jetzt überhaupt keinen
Alltag irgendwo. Und natürlich, sobald es mir besser geht, mache ich damit natürlich auch weiter. Weil, ja, mittlerweile, es macht einfach nur Spaß. Es ist einfach nur cool. Es ist jetzt der dritte Versuch, den ich ja jetzt hier irgendwo starte. Und ich merke auch so langsam, Mensch, da kommt was. Und die Resonanz ist ja auch irgendwo da. Ich weiß jetzt nicht, was ich genau verändert habe. Aber irgendwas muss es gewesen sein, dass es bei den ersten zwei Malen nicht so geklappt hat. Keine Ahnung. Wir werden sehen, wo die Reise noch so hingeht. So, haben wir erstmal dieses große Elefantenrennen mehr oder weniger jetzt hier abgeschlossen. Hoffe ich. So, dann leveln wir uns da mal. Also immer noch 55. Bis jetzt, toi toi toi, wurde noch nicht geblitzt, ehrlich. Sehr schön. Nee, heute muss ich mal so ein bisschen Wasser auch trinken. Wie gesagt, zum Essen gab es mal eine leckere Cola. Aber, wie gesagt, mit dem Koffein ein bisschen aufpassen. Und die kastrierte Cola trinke ich nicht so gerne. Das ist nicht mein Fall. Da komme ich nicht ran. So, wie sieht es aus bei uns? Ach Gott, wir haben ja noch ordentlich vor uns. So, Lecco mio Popo Blanco. Egal. Soll ja auch was bringen. So. Nö, nee, läuft doch. Läuft doch, läuft. Ich wollte jetzt gucken, wie spät es ist. 14, 16. Ach, da ist ja noch hell. Herrlich. So, nee, ein bisschen durchwachsen draußen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Es ist sehr windig. Ne? Geregnet hat es aber Gott sei Dank noch nicht. Das haben wir noch nicht auf dem Schirm. Ach so, hatte ich ja noch gelesen. Kreuzottern oder was? Oder Nattern, was er gesagt hat, soll giftig sein. Ja, um Gottes Willen. Nein, da bin ich auch sehr, sehr vorsichtig. Also, was ich ja im Garten, was da sich ja angeblich rumtreiben soll. Ich bin ja sowieso der größte Schisser, was Schlangen angeht. Also, ich sonst wirklich, also Geld und Angst habe ich nie gekannt, ne? Aber Schlangen, da hört es auf bei mir. Da habe ich so eine Muffe vor. Das gebe ich zu. Sonst kann meinetwegen alles ankommen, was kreucht und flucht, aber Schlangen, ja, ich meine, so große Regenwürmer geht ja noch, ne, aber dann ist auch vorbei. Dann, nee, das geht gar nicht. Aber ich glaube, so hat jeder mal seine Phobie oder Ängste. Ja, aber ansonsten geht's eigentlich. Sonst komme ich eigentlich mit jedem Tier. Eigentlich, tierlich bin ich ja, komme ich ganz gut aus. Mein Schwager, der hatte ja auch, also, beziehungsweise hatte, ich weiß nicht, schon länger nicht mehr gesehen, der eine, aber der hatte ja auch mal Schlangen gehabt. Und wenn dann zum Beispiel mal das Weihnachtsessen bei ihm stattfand oder dergleichen, saß ich immer wirklich auf der anderen Seite der Tischreihe. Also wenn die nicht das Terrarium im Rücken hat oder so. Nee, nee, da war ich dann doch immer weit entfernt. Da hieß es im einen Schnu, nimm doch mal in die Hand oder was weiß ich da. Nein, hast du mich nicht zugekriegt. Das ging wirklich nicht. Also, das gebe ich mit hier auch zu. Das war nicht mein Ding. Nee, 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 nee. Das lassen wir mal. Ja, was haben wir hier? Hier sieht es auch so ein bisschen bewölkt aus. Zwischendurch mal so ein bisschen Sonne. Aber Regen hatten wir ja in den letzten Folgen ja eigentlich auch ziemlich oft gehabt. Also, gut, wenn er kommt, dann kommt er. Aber ich muss ihn jetzt auch nicht wirklich wieder haben. Räschen. Müssen wir nicht, nein. Ja, Mensch, Ernie hat heute so ein bisschen Bleifuß. Muss auch mal sein. Bis jetzt haben wir ja Glück, es ist noch nicht geblitzt worden. Ja, wer weiß, vielleicht blitzen die auch außerhalb gar nicht. Also zumindest hier im ATS, ich weiß es nicht. Innerorts ist das ja keine Frage. Und ich glaube, auf Landstraßen, also auf diesen kleinen Landstraßen, werden sie wohl auch blitzen. Aber hier auf diesen Straßen... Ich gehe jetzt mal ganz vorsichtig von Nein aus. Ach, nee. Silos, genau. Wir haben einen Silo-Auflieger hinten dran, ne? Ist klar, Silo. Da kommen ja all diese Flüssigkeiten und Chemikalien rein, genau. So heißt es, genau. Silo. Ich war die ganze Zeit im Überlegen. So war es. Richtig. So, kommt irgendwas Größeres? Nö.
Wir fahren hier an Oakdale vorbei. Da scheint wohl so ein Oakdale und Oakland. Oakdale scheint wohl so ein ganz kleines Kaff am rechten Seite hier noch zu sein. Okay. Na denn. Und Oakland ist wohl etwas größer. Okay. So, komm, Burschi. Den Berg hoch. Hier haben wir wieder ein bisschen gepennt, oder was ist hier passiert? Ach ja, wir stehen kurz vor Level 16, ne? Ist doch, glaube ich, wieder ein größerer Motor und ein anderes Getriebe. Oh, ich freue mich so, ey. Ich freue mich tierisch, wenn das mal was wird. Ehrlich, dann mal wieder aufleveln und dann einfach, dass mal ein bisschen mehr Power unterm Arsch ist. Das wird mega. Da freue ich mich richtig drauf. Je weiter wir aufleveln, heavy. Aber, ne? Langsam ernährt sich das Eichhörnchen, aber es ernährt sich, ne? Wollen wir ja nicht anders sagen. So, den nehmen wir auch noch mit. Wir sind heute in Überhollaune. Dran vorbei. Passt. Sehr schön. Ne, großartig spektakulär ist diese Runde heute ja nicht wirklich, ne? Das muss man ja mal so sagen, ne? Kann man ja wirklich mal sagen, so, wir lassen mal rollen. Ne, Tempomat rein. Lass rollen, Yogi. Links halten und dann links abbiegen. Ah. Ich hab's ja gerade noch gesagt, ne? Aber jetzt kommt doch mal ein Ereignis. Okay. Wo sind wir? Stockton. Ich glaube in Stockton. Nee, da waren wir noch nicht. Ah, wieder ein neuer Ort. Wir sind in... Ja, da steht's ja auch. Jawohl, erster Aufenthalt in Stockton. Stockton. Biege nach links ab. Wir biegen jetzt nach links ab. Jawohl. Oder nutzen uns auch mal hier drüben ein. Sodale. Schau, lass uns mal gucken hier. Stockton, jawohl. Okay. Wir müssen da rüber. Was haben wir da? McGrockery. Oh. Was ist aber los? Hat da Erling wieder gepennt? Nee. Einmal rum hier. Aha. Ne, Kirschrosa, ich hab's ja noch gesagt, 700 Tacken, nicht aufregen, damit können wir noch leben. Westernstar-Händler entdeckt, okay, wieder ein neuer, warum nicht? Demnächst rechts abbiegen. Demnächst rechts abbiegen, tanken, ne, müssen wir nicht, eigentlich nicht, ne, nein. Rechts. Nach rechts ab. Oh, das könnte ein bisschen eng werden, da werden wir, ist ja Platz, wir werden ein bisschen ausholen. Sauber, geht da rum hier. Und hoch damit. Na los. Attacke, Hotze, Hü. So, dann werden wir jetzt auch mal die Augen aufhalten. Nach einem Parkplatz. Den wir dann ansteuern. Müssen. Immer noch 55. Das gibt es doch geradeaus. Nicht. Also jetzt mal ehrlich. Meine, das kann doch nicht sein, dass hier alles nur auf 55 runtergeballert ist. Hm. So, wir wollen jetzt mal kurz in die, nicht erschrecken, wir gehen jetzt mal kurz in die Weltkarte. Da wäre was gewesen, ja, da wäre was gewesen. Oh, das wird ein bisschen weit. Das heißt... Sacramento. Oh Gott, wo wollen wir denn hier anhalten? Oh, da müssen wir mal gucken. Los. Da kommt ja gar nichts. Da müssen wir den Seitenstreifen nehmen, Jungs. Es hilft ja alles nichts. Da müssen wir den Seitenstreifen nehmen. So, statt da nicht eben 70, immer noch 55. Ja, wieder. Ja, da unten wäre was gewesen wahrscheinlich, ne? Ja, da hätten wir gut stehen können. Aber gut. Nee, dann müssen wir uns gleich was überlegen, wie wir es machen, weil wir haben nämlich schon über diese magische Grenze. Ich sehe es ja da. Wir haben es ja wieder erreicht. Oh, widerlich. Nee, dann müssen wir hier auf jeden Fall auf den Seitenstreifen und das werden wir dann jetzt auch mal so langsam machen. Wir werden mal ganz vorsichtig hier rüberfahren und werden uns dann mal so dünn wie möglich machen. Dass wir hier den Streifen... Ja doch, so haben wir den Streifen frei. Das passt. Und dann... Sind wir ja auch niemanden im Wege hier. Genau. So, erstmal Motor aus, genau. Dann gehen wir ruhig mal nach außen. Ja, machen hier nochmal ein schönes Foto, würde ich sagen. Das sieht doch auch geil aus. Haha. Ne? So, Freunde, ja, dann würde ich sagen, für diese Folge soll es mal wieder gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß.
konnten ein bisschen smilen. Wünsche euch auf jeden Fall noch einen guten Wochenstart. Ihr seht es ja morgen am Montag und einen guten Einstieg in den Montag in dem Sinne. Lasst euch nicht ärgern. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Euer Ernie. Ciao, ciao.